Heute zeige ich euch den Asus ROG Strix XG27W Curved Monitor mit 27 Zoll, einer WQHD-Auflösung von 2560x1440, 165 Hertz, einer Response Time von einer Millisekunde. Und was hat der Monitor noch zu bieten? Shadow Boost, um dunkle Bereiche anheben zu können. ILMB, das ist Extreme Low Motion Blur, wo man das Motion Blurring verhindern kann. HDR400, er ist FreeSync zertifiziert und G-Sync kompatibel. Er bietet des Weiteren auch ein Aura Sync Konnektivität an und hat DCI P3 Support. So, wir machen den mal auf. Ich habe bis jetzt nur die Aufkleber hier oben durchgeschnitten und wir schauen mal, was hier alles. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Gibt hier übrigens eine kleine Anleitung auf dem Karton drauf. Ich würde sagen, wir kippen ihn mal vorne. Versuchen immer etwas zu holen aus dem Karton. Sich nicht als sehr einfach gestaltet. Nirgends markiert, wo oben und unten ist, aber ich merke schon, auf der unteren Seite kommt Zubehör raus, das heißt, wir werden immer noch drehen oder zumindest mal so auf die Seite kippen. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon einmal Anleitungen, beziehungsweise haben wir hier einen Asus VIP Member Notice. Wir haben hier eine eine Installationsanleitung und Safety-Informationen, damit auch ja nichts schief gehen kann. Hier haben wir ein Kabel drinnen. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Ah, okay, ich verstehe. Das ist die untere Abdeckung. Da kommen wir später noch mit dazu, weil der Monitor auch Beleuchtung für den Tisch hat und verschiedene Logos hier. Soweit ich das mitbekommen habe, kann man sich auch sein eigenes Logo auf den Tisch beleuchten lassen. Dann haben wir hier den Standfuß, den packe ich direkt auch mal aus. Und ein bisschen vorsichtig machen. Muss hier nicht unbedingt beschädigen. So. Ja. Da haben sie sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Also es ist gut eingepackt. Aber es lässt sich auch gut lösen, von daher ist das kein Problem. Das und das. Hier haben wir den Standfuß. Wow, der macht einen wirklich sehr guten Eindruck. Er ist aus Metall, komplett aus Metall. Aluminium hier. Oder ist das Kunststoff? Das weiß ich jetzt nicht. Nein, das wird Kunststoff sein, aber das Schwarz ist alles Metall. Schauen wir mal, was hier noch rauskommt. Hier kommen noch Kabel uns entgegen. Wir haben hier ein USB-Kabel, um den integrierten 2-Port-USB-Hub anzustecken. Wir haben hier ein DisplayPort-Kabel und ein HDMI-Kabel. So, dann werden wir auf die Seite legen. Wir schauen, dass wir nicht direkt aus einem Karton rausholen. Moment, da kommt noch hier das Netzteil, das extern ist. Ein externes Netzteil kommt hier noch zum Vorschein. Und hier haben wir noch das Netzkabel fürs Netzteil. Hat den großen Vorteil, wird natürlich nicht ganz so warm, wenn das Netzteil nicht integriert ist im Monitor. Und man kann ihn natürlich von der Baugröße etwas reduzieren. So, jetzt hole ich den Karton mal auf die Seite. So, gucken wir mal, was hier zum Vorschein kommt. Dann haben wir das gute Stück.
relativ schwer. So, da haben wir das gute Stück. Curved, kann man eindeutig sehen. Und dann stecken wir ihn mal hier auf den Standfuß drauf. Das wird einfach nur drauf gesteckt. Und unten mit der Schraube, hier ist eine einzige Schraube, mit der man den Standfuß sogar mit den Fingern festziehen kann. Man kann es noch mit einem Schlitzschraubendreher noch nachziehen, aber für unsere Belange reicht das aus. So, da haben wir das gute Stück. Wie gesagt, curved. Wir haben hier einen Radius von 1,5 Metern, also 1500 R. Haben hier eine Verstellmöglichkeit des Standfußes von 50 Grad beidseitig, also das ist ordentlich. Haben hier nach unten einen Neigungswinkel von, ich glaube, 1,9 Grad. Und nach oben sind es 19,7 Grad, in etwa. Eine Höhenverstellung hat der Monitor auch, und zwar ganz nach unten. Dann habe ich hier 7,4 cm und ganz nach oben sind es 17,4 cm, in etwa. Nagelt mich nicht drauf fest. Gut, von hinten, was haben wir von hinten hier geboten? Ja, der Standfuß lässt eine Kabelführung hier zu, das heißt, hier innen drinnen kann man die Kabel führen und die dann hinten rauskommen. Auf der hinteren Seite, ich weiß nicht, ich hoffe man sieht es, haben wir hier die Steuerung des On-Screen-Menüs oder des OSDs, On-Screen-Displays, über den Joystick und über 4 Taster. Ansonsten, soweit ich mich erinnern kann, ist dieser Ring hier hinten beleuchtet, als auch von unten kommt eine Beleuchtung hier durch. Und hier hinter dieser Klappe befinden sich die Anschlüsse. So, ich versuche die euch mal zu zeigen. Wir haben hier den Netzteilanschluss, zwei USB-Anschlüsse. Hier ist das Kabel, mit dem der USB-Hub am Monitor bzw. am Rechner dann angesteckt wird. Zwei HDMI-Steckplätze und ein DisplayPort-Eingang. Genau. Und das Ganze wird über die Klappe, die beiliegende Klappe, verdeckt. So. Drehen kann man den Monitor nicht, also in die Horizontale. Macht mal dem Curved-Display natürlich überhaupt keinen Sinn, den im vertikalen Modus zu betreiben. Ja, ansonsten, die Klappe kommt natürlich wieder drauf, damit das hinten schön aufgeräumt ist. Und ansonsten kommen hier diese Formen bzw. diese Logos hier zum Einsatz. Und zwar werden die von unten an den Fuß hingesteckt, weil hier unten befindet sich eine LED bzw. ich glaube sogar eine RGB-LED. Und hier kann man im Prinzip durch diese Maske Logos auf den Tisch transferieren. Wir werden das sehen, wenn wir den Monitor in Betrieb nehmen und uns das angucken werden. Soweit das Unboxing von diesem Asus XG27W Curved Monitor. Das Weitere gibt es dann im zweiten Teil. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank. Und wenn du Lust hast, auf Twitch mir beim Livestream zuzugucken, geh auf twitch.tv/arrowwings und lass auch dort gerne ein Follow da. Wir sehen uns.